In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man einfach verkettete Funktionen aufleiten kann bzw. ihre Stammfunktion bilden kann. Die passende Regel dazu heißt lineare Sektion. Wieso sie so heißt, werden wir im Laufe dieses Tutorials herausfinden. Als erstes, wie kann man überhaupt erkennen, dass diese Regel benötigt wird? Wir schauen uns jetzt eine ganz rationale Funktion an. Genauso wie beim Ableiten erkennen wir, dass wir eine innere und eine äußere Funktion haben. Die äußere ist die Hoff hier. Dann bei der gebrochenen rationalen Funktion das gleiche Spiel. Also man kann sie umformen, nach oben ziehen, dann kann man wieder locker die innere Funktion und die äußere erkennen. Bei der Wurzelfunktion das gleiche nach der Umformung, innere und äußere. Trigonometrische Funktionen, wie gehabt, innere und die äußere ist natürlich die Sinusfunktion. Exponentialfunktionen, alles was an e dran hängt, ist die äußere Funktion, die innere Funktion ist die Hochzahl. Und die natürliche Logarithmusfunktion, darüber werde ich getrennt ein anderes Tutorial machen, weil das ist viel zu komplexer, um im Rahmen dieses Tutorials das Ganze zu erwähnen. Anhand eines einfachen Beispiels werden wir uns jetzt genauer anschauen, wie die Formel oder diese Regel funktioniert. Wir haben hier eine verkettete Funktion, ich glaube ganz gut zu erkennen, die äußere Funktion ist die grüne und die innere die blaue. Beim Aufleiten oder bei der Stammfunktionbildung wird die äußere Funktion auch immer aufgeleitet. Dagegen wird die innere Funktion, also diese 2x-5, abgeleitet und im Kehrwert geschrieben. Wenn das kompliziert klingt, schauen wir uns am besten die Rechnung selbst an. Also, wir möchten die Stammfunktion, groß f von x. Dann fangen wir mit der äußeren an. Zuerst leiten wir auf. Das bedeutet, die Klammer bleibt gleich und die neue Hochzahl ist auch 5. Diese 5 kommt in Kehrwert nach vorne, als 1/5. Die 3 wird einfach übernommen, weil es ein konstanter Term ist. Dieser Teil entspricht dann der äußeren Aufleitung. Dann kommt mal, an dieser Stelle wird die innere Funktion, also 2x-5, abgeleitet, das ist natürlich 2, und im Kehrwert geschrieben. Der Kehrwert von 2 ist selbstverständlich 1/2. Also, das entspricht der inneren. Am Ende nur noch zusammenfassen. 3 mal 1 mal 1 sind 3 und 5 mal 2 sind 10. Entsprechend wird dann die Klammer einfach abgeschrieben. Und jetzt ein paar Beispielaufgaben. Zu der ersten Aufgabe. Also, die innere und die äußere sind hoffentlich gut erkennbar. Also die innere ist diese 1/2x-4. Wir fangen jetzt mit der äußeren, und zwar sie aufzuleiten. Dann wird die innere einfach nur abgeschrieben. Die neue Hochzahl ist auch 4. Nach vorne kommt dann ein Kernwert 1/4. Zu der inneren. 1/2x-4 sind abgeleitet 1/2. Und dann ein Kehrwert. Der Kehrwert von 1/2 ist natürlich 2/1 oder 2. Am Ende fassen wir noch ein bisschen zusammen. Die 2 kürze ich mit der 4 weg. Und es bleibt nur noch 1/2 mal die Klammer übrig. Gut, unten haben wir eine gebrochene rationale Funktion, die wieder zuerst umgeformt wurde. Nach der Umformung sehen sie von Aufbau genauso wie die obere aus. Deswegen auch die gleiche Taktik. Also, die neue Hochzahl ist dann hoch minus 2. Das bedeutet, nach vorne kommt minus 1/2. Also, die 2 wird abgeschrieben und dann kommen noch minus 1/2 nach vorne. Die innere Ableitung, 4x-2, ist natürlich abgeleitet 4. Im Kehrwert geschrieben ist dann wieder mal 1/4. Dann fassen wir zusammen. Die 2 und die 2 kürze sie weg, dann bleibt hier nur eine minus 1. Also zusammengefasst wäre das zuerst minus 1/4 mal die Klammer. Und natürlich kann man die Klammer auch unter den Bruchstrich bringen, damit man an dieser Stelle wieder eine positive Hochzahl hat. Also minus 1 durch 4 mal 4x-2 hoch 2 wäre unser Ergebnis. Bei der Sinusfunktion. Die äußere Funktion ist Sinus. Sinus aufgeleitet ist natürlich minus Cosinus.
Deshalb haben wir minus Cosinus von 2x minus pi. Die innere Ableitung ist 2x minus pi abgeleitet sind 2, im Kehrwert ist 1/2. Also die gleiche Formel, die gleiche Taktik. Wir könnten eventuell diese 1/2 noch vorziehen. Damit wäre es so weit wie möglich zusammengefasst. Bei der e-Funktion passiert eigentlich im Prinzip nicht viel. Die e-Funktion, die äußere Ableitung gibt es nicht, also man schreibt einfach nur die e-Funktion unverändert ab. Und mit der inneren, also mit der Hochzahl hier, macht man das gleiche wie besprochen. Man leitet sie ab, also 3 ist die Ableitung und im Kehrwert kommt dann einfach 1/3 dazu. Zusammengefasst wären dann das 2 durch 3, also 2/3 e hoch 3x minus 1. Noch ein paar weitere Beispiele. Und zwar bei dem ersten haben wir eine Wurzelfunktion, die habe ich jetzt schon umgeschrieben, also nach oben gezogen. Dann fangen wir wieder mit der äußeren an. Die neue Hochzahl bei der Klammer wird natürlich 1/2 sein. Dann kommt sie im Kehrwert nach vorne, der Kehrwert von 1/2 bis 2. Und die 2, die ganz vorne steht, wird einfach mitgenommen. Die innere Funktion 3x minus 6 wieder abgeleitet sind 3, im Kehrwert geschrieben ist 1/3. Das Ganze kann man auch sauber zusammenfassen. Dann haben wir 4/3. Und die Klammer mit der Hochzahl 1/2 ist wieder die Wurzel. Die bleibt dann natürlich oben. Und als letztes Beispiel ein Funktionschar oder Funktion mit Parameter. A zur Erinnerung ist wieder wie eine Zahl zu behandeln. Das bedeutet, wir schreiben die e-Funktion komplett ab. Die innere Ableitung hier von der Hochzahl wäre natürlich minus a, im Kehrwert sind es minus 1 durch a. Die hintere Funktion wird wieder abgeschrieben. Die innere Ableitung hier ist 1, also theoretisch käme hinten noch 1 durch 1, aber das können wir uns natürlich auch sparen. Zusammengefasst haben wir vorne minus 1 durch 2a mal e hoch minus ax. Und hinten einfach nur die Funktion abschreiben. Zum Schluss schauen wir uns noch ein paar Besonderheiten an. Und zwar als erstes, wann ist diese lineare Substitution anwendbar und wann nicht? Als erste Beispielaufgabe schauen wir uns was Bekanntes an. Und zwar, wir haben diese Funktion und die innere Funktion, kann man sehr gut erkennen, 2x minus 3. Man nennt sie auch lineare Funktion. Und zwar, wieso linear? Das ist ja eine Geradengleichung der Form y ist gleich mx plus c, so wie wir es kennen. Dann können wir natürlich die Regel, so wie oben besprochen, anwenden. Beim zweiten Beispiel dagegen, wenn man sich die innere Funktion näher anschaut, dann erkennt man, dass es eine quadratische Funktion, also eine x hoch 2 Funktion ist. Das bedeutet, hier ginge die lineare Substitution natürlich nicht. Also, sobald die innere Ableitung nicht mehr ein konstanter Faktor ist oder die innere Funktion kein linearer Term mehr ist, da kann man diese Regel nicht anwenden. Und zum Schluss, für die Neugierigen unter euch, ein bisschen extra Wurscht. Und zwar Stammfunktion der allgemeinen Exponentialfunktion. Damit meine ich, wir nehmen jetzt keine natürliche Exponentialfunktion, sondern eine allgemeine. Wer sich das Tutorial zur Ableitung der allgemeinen Exponentialfunktion schon angeschaut hat, kann sich vielleicht erinnern, solche Funktionen sind nicht ableitbar, nicht direkt ableitbar, deshalb sind sie auch nicht direkt aufleitbar. Also der Trick liegt wieder daran, die Funktion erstmal in eine e-Funktion umzuformen. Das geschieht mit folgender Formel, und zwar e hoch a mal ln von b ist das gleiche wie b hoch a. Wenn man das Ganze rückwärts anwendet, kann ich sagen, dass b hoch a mein 3 hoch x ist. Und deshalb kann ich die Funktion auch als e-Funktion darstellen, wäre dann e hoch x mal ln von 3, wobei ln 3 einfach nur eine Zahl ist. So, das bedeutet, auf die Weise können wir diese Funktion umschreiben und haben dann an der Stelle 2 mal e hoch x mal ln von 3. So, jetzt können wir auch aufleiten. Wir schreiben die e-Funktion in voller Pracht auf.
Das bedeutet, die äußere Ableitung, bei der äußeren Ableitung ändert sich beziehungsweise gar nichts. Und die innere Funktion, das ist ja die Hochzahl, wird abgeleitet. ln3 x abgeleitet sind ln3 und wieder in Kehrwert geschrieben. Also 1 durch ln3. Wenn wir das noch ein bisschen zusammenfassen, dann haben wir 2 durch ln von 3 mal diese e-Funktion. Beziehungsweise kann man die e-Funktion auch rückwärts umformen und wieder als allgemeine Exponentialfunktion hinschreiben. Deshalb an der Stelle könnten wir noch schreiben mal 3 hoch x. So, das war's.